Holla die Waldfee, liebe Leute, an diesen wunderschönen Tüdelmittwoch, der eigentlich gar nicht so schön ist. Denn heute, am 25. Januar jetzt haben wir es gerade 10 vor 9, hatte ich einen Verkehrsunfall. Um 15.20 Uhr habe ich dieses Bild gemacht. Um 15.20 Uhr. Die Uhr ist jetzt 10 vor 9. Bin gerade nach Hause gekommen. Dieser Tüdelmittwoch ist einfach mal da, um einfach mal live mitzuschneiden, wie so ein Verlauf eines Schadens ist, wenn man der Geschädigte ist. Ja, an diesem Freitag, Donnerstag, heute ist der Donnerstag, der 25. bin ich mit meinem Sohnemann, der hinter mir saß, also das heißt Fahrtrichtung links in unserem Kindersitz, der wird jetzt demnächst 6, langgefahren. Wir hatten keine 50 drauf, also unter 50, sehr entspanntes Fahren. Da ist eine Kreuzung Richtung Bergen, da ist jemand rausgekommen, ist angehalten, hat mich gesehen. Ne? Wenn ich bei so einer Kreuzung langfahre, besonders wenn ich meinen Sohn da oder meine Kinder dabei habe, dann gucke ich halt immer so ein bisschen so den Fahrer, ob die mich auch gesehen haben. Er guckt mich an, er schaut mir in die Augen und fährt los. Da war ich keine 10 Meter mehr weg. So, rums, fährt er rüber, ich bin ihm ins Auto reingefahren, habe ihn dann rumgeschoben, stand voll auf der Bremse, voll ABS, was ging. Habe ihn da die Tür hineingedrückt, vielleicht sein Glück, Fahrertür wäre schlimmer gewesen. Kodiak lief noch, aber vorne alles kaputt. Alles kaputt, sieht nicht schlimm aus, es ist alles kaputt. Die Tür, die geht nicht auf, die klemmt, es knallt, die Kotflügel, es ist alles eingedrückt. Ja, 15.20 Uhr. Polizei angerufen, Polizei kam, alle Daten aufgenommen, alles ganz cool. Ich bin mit meinem Auto noch zum zweiten Grundstück gefahren. Ja, wir haben halt noch ein zweites Grundstück. Und da habe ich mein Auto dann hingestellt. Und dann ging der Telefonmarathon los. Zwischenzeitlich habe ich noch den Opa angerufen. Der hat meinen Sohn abgeholt, dass er dann nicht an der Straße irgendwie rumsteht. Der eine Polizist hat sich dann um ihn gekümmert. Das war auch ganz cool. Polizei allgemein, total entspannt, alles geil. Ja, der Verursacher von diesem Unfall war ein bisschen älter. War auch ein bisschen, unter Schock würde ich jetzt nicht sagen, aber ihm hat das schon alles ein bisschen mitgenommen. Versicherungsnummer und so habe ich dann alles später bekommen, habe aber vorher schon mit seiner Versicherung telefoniert. Weil heute ist Donnerstag. Ich muss morgen zur Arbeit. Ich stehe um 4 auf und muss zur Arbeit fahren. Auto ist aber nicht mehr fahrbereit. Ja, also Telefon, telefoniert, was das Zeug hält. Mich hat Europcar angerufen, mich hat Sixt angerufen, mich hat Enterprise angerufen. Ich könnte ein Auto abholen vom Hamburger Flughafen, Hannover Flughafen, Laatzen. Ne? Von uns nach Laatzen zum Flughafen und zurück. Ich glaube, 3 Stunden reicht nicht. Nein. Und wir hätten noch 1,5 Stunden Zeit gehabt. Ich so, Leute, nein. Nein. Die anderen hatten wohl irgendwie einen, aber konnten sie nicht liefern, weil die Bahn ja gerade streikt. Ja, die Bahn streikt. Deswegen gibt es auch nirgendwo mehr Autos. Auf alle Fälle ist das jetzt gerade Sachstand. Ja, körperlich alles gut. Ein bisschen angepisst und angenervt. Kodiak ist kaputt, nicht mehr fahrbereit. Sohnemann geht's gut. Allen Beteiligten geht's gut. Viel Blechschaden. Ich bin gespannt, wie es morgen aussieht. Morgen ist Freitag, der 26. Und da werde ich wieder berichten, so lange, bis das Ding hier fertig abgeschlossen ist. Ich bin gespannt. Ein Auto, was nicht mal 3 Jahre alt ist, 60.000 gelaufen. Ich gehe persönlich davon aus, der Schaden mindestens 15.000 Euro. Gehe ich von aus. Leute, ich halte euch morgen auf dem Laufenden. Der nächste Tag, liebe Leute. Wir haben den 26. Januar, aktuell 2:30. Ich fahre gerade von der Arbeit nach Hause. Hab das Auto von Mutter. Ja, einen Kleinwagen. Den haben wir heute Morgen getauscht. Sie kam von der Nachtschicht, dann habe ich den gekriegt. Versicherung hat mir ein Schreiben geschickt, Schaden wird von mir 100% reguliert, Verursacher, alles geklärt und heute kriege ich einen Leihwagen. Gestern hat das nicht mehr funktioniert, heute hole ich einen Leihwagen ab und das wird ungefähr in 2 Stunden passieren und dann bin ich zurück. Da ist er wieder in der Werkstatt. Ich habe den Leihwagen auf dem Hof, die Uhr ist 10 vor 6.
Zweiter Tag kaputt, aber ich habe einen Leihwagen und das entspannt mich wesentlich mehr, denn wir wohnen hier auf dem Dorf und hier kommen alle 2 Wochen, kommt der Bus und der fährt irgendwie in die falsche Richtung. Ja, wie gesagt, Versicherung übernimmt alles. Ich habe vorhin mit Skoda telefoniert, wo ich mein Auto gekauft habe oder bestellt habe. Der wird wahrscheinlich nächste Woche erst abgeholt und übernächste Woche erst repariert, denn da hängt noch ein Auto auf der Richtbank. Es wird ein langatmiges Ding. Wahnsinn. Ich möchte eigentlich nur mein Auto wieder haben. Mein Auto in repariert mit vernünftigen Spaltmaßen. Und der Schadensersatz, das heißt die Wertminderung. Also wenn man glaubt, man kriegt da hier ein paar tausend Euro, ne? Da hat man mir schon den Wind aus der Segel genommen und hat gesagt, ja, also wenn das nachher 1.000 Euro sind, ist das viel. Beim Auto, was keine 3 Jahre alt ist. Ey. Krass. Ja, so läuft das. Man kann den ganzen Kram natürlich auch an einen Anwalt abgeben. Ich habe einen großen Schutzbrief. Ich habe Rechtsschutzversicherung. Kann man machen. Aber die Versicherung, also ich möchte das ja auch ohne Namen der Versicherung machen, ohne irgendwelche anderen Namen. Solange das alles fair abläuft, muss man nicht immer einen Anwalt einschalten. Das geht auch ohne. Das hat ja zur Versicherung gesagt, Leute, wenn ihr das alles fair macht, dann bin ich auch fair. Ne? Ich muss da nicht auf Biegen und Brechen irgendwas rausholen. Wie gesagt, heute ist Tag 2. Dem Kind geht's gut. Das hat nichts. Bis heute jedenfalls. Und ja, ich komme gut zur Arbeit. Jetzt dieses Wochenende, wie gesagt, heute ist Freitag. Das Wochenende kommt, ich habe ein Auto. Ich hoffe, ich kann Montag Meldung machen, was und wie es mit meinem Kodiaq weitergeht. Ja, da wir gerade in der Werkstatt sind. Oh, guck mal hier, Leute. Das hier, das gucken wir uns mal später an. Das habe ich gekauft für viel Geld für den Unimog, ne, für Laila. Ich mal ganz kurz anteasern. Ne, wenn ihr so seht, ja, oh, hier Winker, Blinker. Das ist aber Unimog-Teil und dementsprechend packen wir es erstmal beiseite. Dann habe ich hier noch, so. Hat mich hier noch ein Paket erreicht. Da werden wir mal kurz reingucken. Ich mach's kurz auf. Das ist eine neue kleine Schlauchpumpe. Die wurde mir zugesandt. Das ist richtig cool. Hier kommen einfach Batterien rein, kommen hier rein. Hier hinten ist einfach nur ein An-Aus-Knopf. Dieser habe ich, ja, ist Kunststoff. Ne? Es müsste eigentlich auch verlinkt sein in meiner Liste. Super einfach, schafft auch gut was weg. Ich habe die selber, meine ist aber kaputt. Ja, bei mir ist oben der Schalter jetzt kaputt und die hat auch schon einige Liter umgepumpt. Dementsprechend sehr cool, um meine Dieselheizung zu betanken oder mal den Sprit abzusaugen von den ganzen Schleppern und Treckern und so. Und dann aber schon in der Woche davor hat mir der Florian einen Zettel geschrieben, total lieb von dir, und hat mir ein Blech gelasert. Moment, das ist so ein bisschen oldschool, finde ich. Ne? Die gute Dame mit einem eingelaserten Deutz-Schriftzug. Das ist oldschool, oder? Genau, kommt das Büro. Sehr cool. Vielen Dank. Dieser Tüdelmittwoch, wie gesagt, ist gerade ein bisschen unfalllastig. Mich haben also bei Insta richtig viele Nachrichten erreicht. Ich habe noch nie so viele Nachrichten auf einmal bekommen. Unglaublich. Mit vielen Tipps, mit Nummern von Gutachtern, die mir helfen wollen. Richtig cool. Also richtig guter Feedback und Rückhalt. Und wie gesagt, es geht auch manchmal immer noch fair. Also ich habe immer noch ein bisschen, ich sehe immer noch das Gute, auch in so einen Firmen, auch wenn es ums Geld geht. Solange ich mein Auto nachher wiederbekomme, ist es heile und der ganze Krempel wird bezahlt, dann bin ich glücklich. Und sollte das nicht stattfinden, kann man sich immer noch einen Anwalt nehmen. Also vorher muss das so funktionieren. Was ein bisschen schade ist, ich kann hier gerade nicht weitermachen. Denn es frisst mir die Zeit weg. Wie gesagt, heute ist der 2. Tag in Vollzeit, um sich darum zu kümmern. Und es wird ja nicht weniger. Jetzt nächste Woche
wird es wieder am Unimog weitergehen. Jetzt ist erstmal gerade die privaten Krempel hier, ne? Das ist Rennereien und Scherereien. Wir werden uns am Montag sehen. Ich nehme euch natürlich mit. Bis Dienstag auf alle Fälle. Da muss das Ding hier nämlich in den Kasten. Und halt euch auf dem Laufenden, was mit meinem Auto passiert. Bis dahin, bis gleich. Da ist er wieder aus diesem super Kraftfahrzeug. Hi. Heute ist Montag. Was haben wir denn heute? 29. Ach, der 29. Genau. Wenn wir es sehen, ist es natürlich Mittwoch. Und neuer Tag, neues Glück. Ich habe gerade mit dem Autohaus telefoniert. Morgen, am Dienstag, den 30. holen sie ihn ab. Werde ich nicht filmen können, weil ich auf Arbeit bin. Aber schon mal vorab, er wird morgen abgeholt, wird dann nach Lüneburg gekarrt, wird begutachtet, dann kommt der Gutachter. Wir haben jetzt einen Gutachter genommen vom Autohaus. Ja, dann wird das, gibt noch so ein Abtrittschreiben, dass ich halt alles abtrete an Kosten, wie auch immer. Das schicken die mir per E-Mail und dann soll er repariert werden. Genau, ich habe eben noch mit der Versicherung telefoniert. Klar, am Telefon sind die mal nett, ne? Telefonieren ist das eine, schreiben, was schreibt, bleibt. Alles andere kann Schall und Rauch sein. Ich habe auch gesagt, solange das alles fair bleibt und fair läuft, bleibt man fair. Wie gesagt, ein Anwalt tut nicht Not, wenn es funktioniert. Ich will nur mein Auto wieder haben und das vernünftig. Ja, Kindersitz wird ersetzt. Weil ich gesagt habe, ja, war ein Kind mit im Auto, ein Kindersitz, der wird ersetzt. Das ist gut. Und das, diesen Restbetrag, dass man dann halt einen Unfaller hat, ja, das ist eine Liste, das kommt über einen Gutachter, das ist auch lächerlich, ne? Weißt du, da kaufst du ein Auto, was einen Listenpreis von 53.000 Euro hat. 3 Jahre alt, wird jetzt 3 Jahre alt. Und er sagt, ja, so geh mal maximal von 1.000 Euro aus. Oh, als Geschädigter hast du nur Scherereien. Scherereien, Rennereien. Wie gesagt, kann man alles abgeben, aber man nimmt das dann doch irgendwie ein bisschen gerne selber in die Hand. Und okay. Ja. Es nimmt seinen Lauf, Leute. Es nimmt seinen Lauf. Ich habe jetzt Leihwagen, einen Opel Grandland X. Ja, soll natürlich keine Werbung sein. Es ist ein Opel, würde ich mir persönlich niemals kaufen. Ist auch so ein bisschen hier so ein Crossover. Und was sich erfährt, funktioniert alles toll. Die Heckklappe, ne? Also bei meinem Skoda ist halt auch nur ein Tscheche. Und bei weitem kein Ferrari. Was ich krass finde, auf, wir fahren jetzt mal zu. Also geschmeidig sieht anders aus, oder? Ja, geschmeidig ist anders. Ja, das war mal ein kurzer Tüdelmittwoch. Ich denke, keine 15 Minuten, das ist die Situation. Vorfahrt genommen, Auto kaputt, Kind dabei, alle heile zum Glück. Auch der Gegenpart komplett heile, sehr gut, nur Blech. Ganz auf den Ratschlag gekriegt, nimm den Anwalt, habe ich nicht, Auto wird abgeholt, wird repariert, kriege ich wieder, kriege keine 1.000 Euro als Entschädigung, willst du verkaufen, Unfaller musst du angeben. So ist es. Ja, ansonsten warten wir die Dinge, die da so passieren und ich hoffe, dass ich die Karre in 2 Wochen wieder habe. Würde mich freuen. Heute gibt es auch keine Ludolfische Kiste oder ähnliches. Diese ganze Situation nervt mich einfach und ich bin froh, wenn das irgendwie abgehakt ist. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns am Samstag. Ne? Muss auch mal diese Teile geben, die so sind, wie sie sind. Und dann geht das bald wieder weiter in der Werkstatt und Co. und Schrauben und Tüdel hier und Tüdel da. Und wir haben Januar 2024, ist noch lang. Leute, reingehauen. Ciao.